Mist! Ich komm nicht hoch! Ich komm nicht mehr raus hier! Ich bin gefangen in Minecraft! So! Guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft! So, Moment! Tür zu, ist immer wichtig! Habt ihr ja schon mal gemerkt! Alles klar. So, wir können weitermachen. Und zwar an diesem schönen guten Morgen. Ja, es hat sich ein wenig verändert für alle, die die Folge zuletzt nicht gesehen haben. Wir haben hier eine kleine Umrandung geschaffen. Da sind Eier drin. Mit 100%iger Wahrscheinlichkeit ist da mindestens ein Ei drin, was jetzt aufgefangen wird. Das heißt, wir haben erstmal keine Probleme mit unseren Eiern. Also mit den Hühnereiern, weil, ne? Ihr versteht schon. Manchmal. So, haben wir noch irgendwie genügend? Nö, hat man natürlich nicht mehr, ne? Hey. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, aber 6 wird definitiv zu wenig sein, mein Freund. Das ist natürlich blöd. Also wir brauchen erstmal... genau. Sticks, nein, wir lassen ihn. Nee, wir brauchen Tropenholz. Jetzt guck ich mal gerade, ob wir hinten noch was Tropenholz haben. Jetzt laufe ich schon wieder hin und her die ganze Zeit. Moment, ich muss kurz meine Stoppuhr anmachen, weil ich will gucken, dass ich da irgendwie auch wieder ungefähr so Viertelstündchen aufnehme. Ungefähr, also habt ihr ja letztes Mal Folge festgestellt, das waren ungefähr 17 Minuten. Deswegen sage ich ungefähr. Oh, das Weizen ist auch wieder schön, das können wir auch wieder abgrasen, aber erstmal will ich gucken, ob wir Holz haben. Ich könnte ein bisschen Weizen mitnehmen, damit ich die Hühner ein bisschen vermehre, wa? Das ist doch eine gute Idee. Mensch, ich habe immer die besten Ideen. So, gucken wir, ob wir Holz haben. Holz haben wir auf jeden Fall. Haben wir noch Tropenholz? Tropenholz. Schön. Das ist Fichtenholz. Das sieht auch gut aus, aber das kann ich momentan nicht gebrauchen. Ja. Da ist eine Workbench. Die hat irgendeiner hingestellt. Ich weiß nicht, wer das war. Jetzt machen wir uns mal wieder... Moment. So. So wollte ich's. Okay. Dann die dahin. Und wir machen uns ein paar Halblinge. So, dürfte reichen. Nicht übertreiben. So, das heißt, wir packen das restliche Tropenholz mal wieder zurück. So. Und mit den Setzlingen... Quatsch, Setzlingen. Mein Gott, ich bin manchmal echt vermagelt. Mit den Halbsteinen. Oh, ein Halbstein. Weil ja kein Stein ist, weil es ja Holz ist. Nee, mit den Halblingen gehen wir wieder zurück, machen die Umrandung fertig und dann sieht das Ganze noch so ein bisschen schöner aus, weil sie sieht auch ein bisschen halbgar aus, ne? Wenn ich das so denke, ne? Wenn das hier auf den Boden kommt, finde ich das mit der Umrandung irgendwie schöner. Und wir machen quasi aus der Not gerade eine Tugend. Also, von daher... Nein! Alter! Das ist mal zu... Mensch. Ich geh mal so rum, ne? Ich glaube, es ist besser. So. Eine Umrandung, bitte. So. Haben es ja gleich geschafft. Moment. Das machen wir noch. So. Okay. Da können wir zwar nichts mehr draufstellen. Ist auch nicht wirklich sinnvoll. Aber ich finde, es sieht schön aus, wenn wir das so haben, ne? Sieht so abgegrenzt gewollt aus. So, das heißt, wir kommen hier aber noch runter. Oh, haben das Ganze so ein bisschen separiert. Da kämen wir nicht mehr runter, oder? Kämen wir auch noch runter. Weicht Kolle. Machen wir das auch noch weg hier? Pass auf. Aber wir umwandeln das jetzt nicht nochmal. Also, das muss reichen. Aber hier vorne, glaube ich, wäre das gar nicht verkehrt, wenn wir das noch machen würden. So vielleicht. Und, wie viel haben wir noch? 1, 2, 3, 4. Natürlich blöd. Es geht sehr weit raus, ne? Aber. Ich glaube, es ist okay, wenn wir das so machen. So. Nehmen wir uns das eine Ei mit. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich glaube zwar nicht dran. Und. Achso, wir brauchen hier eh noch was. Okay, pass auf. Alter, was mache ich denn? Naja. Schade um das gute Ei, weißt du. Moment. So, machen wir mal. So. Okay. Na komm. Ach so. Ja, tschüss. Weg ist es. Meine Damen und Herren, weg ist es. So. Okay, jetzt machen wir das hier noch fertig. Ja, finde ich hat was. Ne, kleiner Schutz, dass wir da nicht reinfallen. Und wir kommen immer noch gut dran. Okay. Hammer. Zack. Oh, da hat man noch 6. Naja. Egal. Hat keine
keiner gesehen. Hab auch nichts gesagt. Wo ist denn das dritte Hühnchen? Freunde? Wo ist denn das dritte Hühnchen? Kann mir das mal einer erklären gerade? Bin ich blind? Nö, das sind zwei. Wir hatten doch nachgekommen wegen der letzten Folge. Minecraft? Das ist scheiße, Minecraft. Ich darf natürlich nicht reinfallen. Na. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Das würde ich damit hinkommen. Die Kuh könnte ich damit tamen. Wenn ich es wollen würde. Na komm. Bringen wir dich mal nach Hause. Zu deinen Freunden. Hallo? Freundin. Alle weg, alle weg, alle weg. Kommt rein, 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 rein. So. Verarscht. Schnell raus. So, eine Kuh mehr. Es fällt nicht auf, aber war mir wichtig. Verdammt, 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 verdammt. Ich hab natürlich Mist gemacht, Leute. Habt ihr das gesehen? Ihr habt es bestimmt gesehen. Ihr habt zugeguckt. Ich darf doch kein Weizen nehmen. Ich... Vollidiot. Also irgendwie ist da heute der Wurm. Gut, dass das nur eine Mini-Aufnahme wird heute. Für mehr wäre ich, glaube ich, heute nicht imstande. So, wir brauchen natürlich hier Samen. Mensch. Hab ich doch eben noch gesagt, Samen. Und nehm Weizen. Pass auf, ich nehme mal gerade noch ein Brot zur Hand. Das könnte auch nochmal gerade knuspern. Ach ja. Alles klar. So, Samen auf der Hand. Das Thema hatten wir ja schon. Ich nutze mal jetzt nicht den Weg. Ich gehe mal gerade hier querfeld ein. So. Geht natürlich nicht mehr, wenn da Gebäude sind. Und ich stehe auch noch und wundere mich, warum das nicht klappt. Achtung. Na. So. Aber warum ist das eine Hühnchen weg? Mal gucken, ob hier irgendwas passiert. Machen wir mal weg. Komm, Popel. Das wäre natürlich interessant. Sammelt der mir auch die Erfahrungspopel in der Truhe? Hm. Na komm. Bin mal gespannt. Also, wir hatten definitiv drei von den Hühnchen. Bin ich mir sicher. Ich war dabei. Ich hab's gesehen. Also. Hm, merkwürdig. Na gut, Erfahrungspopel ist da. Zwei Eier auf. Wir packen ein paar Samen hier rein. Dann wissen wir auf jeden Fall, die Rose ist wichtig. Zum Valentinstag. War ja gerade erst. Ne? Ganz wichtig. Valentinstag. Da fällt mir ein, ich hab mich unterhalten mit einem, mit dem Runner und der meinte dann so, habe ich ihm erklärt. Es gibt ja zwei verschiedene. Haben wir erklärt. Und hey, Runner. Was holst du deiner Freundin? Etwa auch einen Strauß? Also, Blumenstrauß, nicht Vogelstrauß. Wir haben uns beömmelt. Ja, ich mehr als er, ich weiß. Aber nee, er hat sich auch beömmelt, muss ich sagen. So, jetzt haben wir wieder Kakaobohnen. 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 So, die hauen wir jetzt mal da schön hin. So, irgendwann werden wir genug Kakaobohnen haben, dass wir da nicht mehr dran müssen. Aber jetzt momentan, ja. Oh. Also das geht ratzifatzi mit den Kakaobohnen. Ganz ehrlich. Das geht mir zu ratzifatzi manchmal. Ne? Also wenn wir das alles schön auf, weiß ich, voll haben, dann sieht das ganz richtig toll aus. Und ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, dass wir da unten nichts mehr hinkriegen. Moment. Gui. Ne? Also hier kriegen wir nicht, definitiv nichts mehr hin an Kakaobohnen, aber... Ach, Meister. Scheiße, der unten drauf! So, okay. Genug geflamed. So, was liegt an als nächstes? Klingt schon wie Stefan Raab. So, meine Damen und Herren. Nee. Was liegt an? Also, wir müssen noch Felder machen. Und zwar haben wir noch was zu tun. Moment. Ich habe mir überlegt, dass ich hier die Felder hinmache. Ich möchte das jetzt allerdings nicht mit einem Treppensystem machen, wo dann automatisch abgeerntet wird. Nein, will ich nicht machen. So viel brauchen wir doch nicht. Jetzt mal ehrlich. Ich könnte natürlich hier so die ganze, das ganze, oder die ganze Region nutzen dazu, um dann irgendwie so hier Treppenförmchen irgendwie hier was zu machen, aber nee, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich soll zwar auch ein Mega-Projekt machen, wie Chris Zocker, liebe Grüße, es gewünscht hat. Das kommt auch noch. Ach ja, hier müssen wir auch noch was machen. Die armen Hündchen. Ach, weißt du, füttern wir die gerade auch nochmal, bevor wir loslegen. Das war eine Kurzaufnahme. Alter, gehst da rein. Haben wir noch verrottetes Fleisch? Hier nicht, wa? Haben wir nur drüben. Shit. Und was wir auch noch mitnehmen müssen. Ja, liebe... Ach, ey. Wenn ich diese Hundeaugen sehe, weißt du? Da kann ich gar nicht anders. Ja, ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Was ich auch noch schön fände, wenn wir eine Verbindung hätten, unterirdisch, hier runter in die Monsterfalle. Monsterfalle! Wo
wollte es nochmal ein bisschen dramatisch sagen. Ohne Sinn und Verstand. Nee, hier war es nicht drin. Das war hier unten, genau. Weißt du, wir machen gerade mal die Monster an. Nochmal. Oh, mein Handy. Schwert gezückt. Im Anschlag. So. Toll. Zwei verrottete Fleisch. Ach, weißt du. Das ist doch nicht des Laufens wert gewesen gerade. Na super. Ey, komm. Jetzt zu warten, bis hier was runterfällt. Nee. Ich weiß. Oder ich denke mir mal, wir haben woanders noch mehr. Wunderbar, ey. Dafür laufe ich jetzt hier rüber. Alter Schwede. Ich schulde euch 5 Minuten. Ich schenke euch 5 Minuten mehr, meine ich. Scheiße. Hab ich mich selber genatzt. Selber genatzt. So, jetzt gehen wir jetzt hoch. Spannung. Es geht hoch, es geht runter, es geht hoch, es geht runter, es geht hoch, es geht runter. Ui. Ach, ist immer schlecht. So, es wird's dunkel. Wunderbar. Ach, weißt du. Ihr habt eh 5 Minuten länger von mir geschenkt bekommen. Deswegen. Alter, ich trinke nochmal einen Schluck. Moment. So. Jetzt kann's weitergehen. Was mache ich denn hier auf? Komisch. So, wir haben also noch viel zu tun. Ich möchte noch ein bisschen in der Bauphase bleiben. Wir machen danach noch was anderes. Bin ich 100% sicher, dass wir was anderes machen. Das war es nicht. Das müssen wir hier runter. Wahrscheinlich in den Monster-Item-Sachen. Wow. Kriegt ja jeder Hund etwas. Naja. Scheiße. Wir sollten auf jeden Fall wieder mehr mit Monster anspielen. So. Aber erstmal füttern wir unsere Hundis. Nur füttern, nicht vermehren. So, gehen wir mal rein. Hallo! Na, ihr knurrt mich noch nicht an. Okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Nein. Dreimal. Oh. Ach, weißt du, kann doch noch mehr machen. Nee. Nein, du hockst dich hin. Bleibst da. So, jetzt pflanzen wir hier noch ein bisschen ab. Grasen wir noch ein bisschen ab. Denn das möchte ich auch anbauen. Wir wollen ja noch Bücherei machen. Wir wollen uns noch Enchanting Table machen, wo wir unsere Sachen verzaubern können. Dafür brauchen wir aber Bücher und das können wir nur machen, indem wir, ja, ihr seht schon, Papyrus abgrasen. Ich weiß nicht, ob ich die Mod nicht reinmachen soll mit dem, dass die Bücher nur gemacht werden mit Malenpapier anstatt mit Leder noch. Ledereinband ist zwar immer schöner, also richtig stylisch, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt die ganzen Kühe für abschlachten möchte. Weiß ich nicht. Bin ich mir noch ein bisschen überlegen, wie wir es machen sollen. Wollen wir das Ganze realistischer halten, indem wir... Oh, hier fehlt noch was. Moment. Nicht verzagen. Lomdom fragen. Wollen wir das so machen, dass die Kühe am Leben bleiben? Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Oder wollt ihr, dass wir das anders machen, dass die Kühe jetzt nicht unbedingt am Leben bleiben? Indem wir sie dann auch abmuxen müssen, um Bücher zu bauen. Ja, liegt an euch, was ich draus mache. Aber ich bin ein bisschen unsicher, deswegen fände ich es schöner, wenn ihr mir da etwas mit Rat und Tat beiseite stehen könntet. Schnauf! Ich kämpfe um euch, Mensch! Ihr Kühe! Damit ihr lebt. Ja, damit ihr leben könnt. Na, gib mir so einen Kuss. Ja, genug hier der Sodomie gefrönt. Weil es ist ja Tierliebe. Das ist ja Tierliebe. Ja? Oh, So, Schluss jetzt. Ja, was wollte ich machen? Ich wollte Felder machen, ganz genau. Felder. So, dann machen wir aber hier auch nochmal zu, weil das gefällt mir auch noch nicht so ganz. Ja, wir müssen hier zubauen, nützt nichts. Wir können ja den Sandumrandung oder die Sandumrandung, wie es im Deutschen heißt, voll depp, lassen. Aber hier sollen auf jeden Fall auch zugemacht werden. Wir wissen ja jetzt, wo es genug Sand gibt, auch wenn es ein bisschen umständlich ist. Vielleicht machen wir uns da irgendwann mal Portale hin, dass wir dann da auch mal etwas schneller hinreisen können. Müssen wir auch noch machen irgendwann, ne? Wir wollen ja auch in Neta mal. War ein Mann in Neta mal, ne. Aber momentan müssen wir uns leider noch ein bisschen mit unseren Reisen beschäftigen. Was ist das denn? Hä? Komisch. Das ist ja gar nichts. So, manchmal ist Minecraft etwas merkwürdig. Wie der Tschech hier sagt. So, dann können wir eigentlich das Ganze noch bis hier vorne gehen lassen. Ja, habt ihr ja gesagt, warum. Und hier. Zack, zack, zack. Moment, ich hab's gleich. So, und so.
So, so, meine Freunde. Ja. Okay, jetzt die Frage, wo bauen wir den Zuckerrohr an? Den würde ich gerne hier vorne machen. Und dann die anderen Felder so weiter dahin. Ich glaube, das ist ganz okay, wenn ich das so mache. Ja? Natürlich könnte ich den Zuckerrohr auch hier vorne bauen. Pass auf, ich mache das hier vorne. Ja. Allerdings zäunen wir das Ganze ein. Das heißt, hier wäre eine Lage Zuckerrohr. Ich hatte jetzt gerade mal eine Fackel hin. Zuckerrohr. Wasser, Zuckerrohr. Hm. Fände ich es schöner, wenn wir noch eine Reihe hätten. Wasser, Zuckerrohr. Zuckerrohr. Na, dann hätten wir hier so drei Reihen. Die gehen komplett hier runter. Ich glaube, das wäre ganz cool, wenn wir das machen würden. Okay, pass auf. Das heißt, hier kämen wir dann Wasser hin. Wasser hin. Wasser ist da. Nee. Wir machen das so. Na, jetzt fällt uns die ganze Zeit da. Wir haben nur noch Erde auf Tasche. Pass auf. Und da bauen wir uns das Ganze mal. Aha, da hört schon auf. Alles. So, einmal. Alter, hört schon wieder auf. Da hört es bei mir gleich auf, wenn es weiter so geht hier. Da ist noch Sand, den können wir natürlich auch noch mitnehmen. Dann sparen wir uns eine halbe Reise. Wow, grau, schnarch. Oh, hier ist noch mehr Sand. So. Ist natürlich jetzt nichts. Moment. Bauen wir gerade mal zu. So, und da vorne noch. Alter, schwimmen! Nein, warum willst du nicht schwimmen? Alter, wupp. Und Wasser müsste gleich. Da kommt es auch her. Nein. Nicht mit mir. Nicht mit dem Commander. Komm ich da dran? Ach, shit. Egal. Ey. Das Wasser müsste doch jetzt weg sein. Na? Muss ich jetzt hier stoppen? Hallo? Achso, da hinten fängt es an wahrscheinlich. Deswegen. Hallo? Aha. So, jetzt ist es weg. Okay. So, jetzt bauen wir uns noch den Sand ab. In der Hoffnung, dass hier nichts mehr kommt. Weil Sand ist bei uns ein momentan noch kostbares Gut. Oh. Haben wir das alles zugebaut hier? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Alter, wir haben Sand. Was sieht keiner? Das ist doch das Schönste daran. Oh, oh, oh. Ja. Muss auch sein. Verbotene Dinge tun. Schiss. Da kommt natürlich ein Flint raus, ist ja klar. So, wir bauen uns gleich wieder hoch. Keine keine Sorge. Moment. Wir wollten gleich einen Sprachfehler. Ich weiß auch nicht warum. Nein. Ich werde wieder abgetrieben. Warum? Ich war doch so nett. So. Weg damit. Das war böse, oder? Das war böse. Obwohl, das ist auch ein Thema. Das ist auch, naja, sind viele Themen, die man anschneiden könnte. Wo ich jetzt nicht unbedingt Böcke habe, die anzuschneiden, wie zum Beispiel Abtreibung. Weil das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe da natürlich meine Meinung dazu, aber Dinge, manchmal gehören Dinge nicht unbedingt in Let's Play, finde ich. Aber man sollte es auch nicht unter den Tisch kehren. Also, ist ein Thema, mit dem man auch. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Oh, ich habe Lehm hier unten entdeckt. Schön. Dann nehmen wir natürlich nur den Lehm auch noch mit. Und alle Lehmmänner und Lehmfrauen, schöne Grüße. Moment. So. Ach, den Lehm. Hä? Da oben ist auch noch offen, stimmt. Dann müssen wir da noch zubauen. So. Kommen wir wieder raus. Wir kommen ja immer raus bei Minecraft. Ist ja nie das Problem, wa? Yeah, nein, scheiße. Moment. Fuck. Entschuldigung, wollte ich nicht gesagt haben. Faktisch ist das blöd jetzt, was wir machen, meine ich. So. So, da kommt. Aha, da oben kommt Wasser raus, alles klar. Ja, Lehm ist auch so sehr kostbar in Minecraft, also das sehe ich nicht so oft. Nein, ey. Tut mir leid, Moment. Sehe ich nicht so oft in Minecraft. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich wohl mal eine Lehmstelle finde. Die auch wieder gleich vorbei ist. So. Da können wir noch weghauen, glaube ich. Aber müssen wir uns dran halten. So. Weißt du was? Leck mich.
Hab's mal gesagt. Nein! Das war falsch. Moment. Ha! Dann bauen wir es direkt so zu, was soll's. Scheint ja doch schnell abzubauen zu sein. Ach, was soll's. Nein, hier wollte ich hin. Lehm, Lehm, Lehm. Ich könnte nicht mehr leben ohne dich. So, und noch. Oh, das war mal Lehm. Moment. Wird eine Abbaufolge, tut mir leid. Haben wir aber wenigstens ein bisschen geplant, was wir machen demnächst. Das ist ja auch schon mal ganz gut, wenn wir das ausbauen wollen. Ohne irgendwie ständig mal dieses Grummeln von Monstern zu haben, dann sollten wir das auch richtig zubauen. Scheiße. Mist. Ich brauche Erde. Mist. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht mehr raus hier. Ich bin gefangen in Minecraft. So. Aber wir werden noch Erde in der Truhe. So, die holen wir dann. Bauen wir hier zu und dann geht's weiter mit den Folgen. Aber alles in der nächsten Aufnahme, Folge. Ihr wisst schon, was ich meine. Ach Gott, bin ich verwirrt. Naja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Hey Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte noch bewerten. Dicken Daumen hoch für mich, ist ja klar. Hier rechts findet ihr noch einen Weg, wie ihr zu meinem Kanal kommt. Und darunter ist ein Link, wie ihr mich hier direkt abonnieren könnt. Ich würde mich freuen. Außerdem seht ihr unten noch Wege, wie ihr in Kontakt treten könnt. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Bis demnächst. Ciao, ciao. Thank you.